und willkommen zu dieser neuen Room Tour. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut und ich wollte dir gleich mal ein paar Fragen mit so machen. Ey, wie hast du eigentlich Internet? Wie hast du eigentlich Strom? Wie hast du eigentlich das? Wie hast du eigentlich das? Das Ganze möchte ich in diesem Video eigentlich quasi mal beantworten. Ja, ich zeige euch hier so ein bisschen was drumherum. Ich werde also die Kamera einmal ganz kurz herumdrehen und dann zeige ich euch so ein bisschen, was es hier so im Wohnwagen so gibt und wie ich lebe und was ich umgebaut habe. So, meine Lieben, das ist natürlich erstmal die größte Änderung, und zwar habe ich meinen Schreibtisch geändert. Eigentlich war der Schreibtisch vor hier, falls ihr euch erinnert. Hier steht ein riesiger, ich weiß nicht, ob ihr die vorherige Roomtour mal geguckt habt, ich werde sie auf jeden Fall verlinken. War hier vorher ein Schreibtisch, dort war ein PC, dann war hier der Stuhl. Jetzt habe ich es so gemacht, ich habe hier vorne die Sitzecke rausgenommen. Habe jetzt quasi jetzt hier nochmal eine Sitzecke. Übrigens freue ich mich, wenn mal ein neuer Stuhl kommt. Dazu kommt auch noch ein Video. Der Stuhl hier ist am Arsch. Ich kriege aber bald einen neuen. So, seht ihr also hier, so sieht es momentan aus, Leute. Das ist momentan meine Schreibtischecke. Hier oben sind meine ganzen Konsolen drin. PlayStation 4, Wii U, GameCube, PlayStation 3 etc. PP. Alles hier. Hier zum Beispiel, meine Damen und Herren, habe ich die, die Telefondose, diese geht quasi mit diesem Kabel hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, mit diesem Kabel dort, ja, nach draußen. Ich zeige euch gleich mal, wo das genau angeschlossen ist. Da ist mein Router. Stream Deck, mega geil, beste Erfindung, die man haben kann. Meine Softboxen, die echt arschhell sind. Also wirklich arschhell. Dann haben wir hier meinen Greenscreen, der hier quasi mit einem Bändchen festgemacht ist. Und immer wenn ich streame, ziehe ich den quasi einmal von da hier ganz hinten dran und mache ihn da an der Schraube fest. Und dann hält er manchmal, wenn er Lust hat. So, dann komme ich jetzt zur Küche. Neue Mikrowelle, hier gibt es nicht allzu vieles. Hier ist noch gekochtes Essen, was ich mir später warm machen werde. Backofen, Sandwich-Toaster, bla bla bla, bliblublub. Unsere alte Verlosung. Hier die Ecke, ich weiß noch nicht, was ich mit der Ecke mache, ob ich die so lasse. Ich muss die Bilder auch nochmal alle abmachen. Die kommen alle denn hier ran jetzt, weil die Ecke so kahl aussieht. Und vielleicht weiß noch nicht, was ich hier hinstellen werde. Hier seht ihr halt, dass hier noch alles leer ist. Hier war vorhin ein Fernseher, hier oben der Schrank. Ich wollte noch gucken, ob ich hier vielleicht immer was in den Schrank reinmachen kann. Und dann liegen hier noch so Sachen wie Schrauben und so. Bin aber da noch am Überlegen, ob ich da noch was anderes reinmache. Oder nicht? Ja. So. Dann haben wir also hier quasi einmal die Ecke. Wie gesagt, das vorne ist jetzt quasi die PC-Ecke. Hier extra habe ich alles, habe ich mir extra so eine Spanplatten geholt, dass ich die hier festmachen kann. Habe dann hier quasi das alte Brett von dem anderen Schreibtisch genommen, habe das hier angebaut. Der Drucker darf natürlich nicht fehlen. Hier sowas, hier extra eine Cam, die ich immer nach hinten stelle, dass ich quasi von hinten eine Sicht habe für den Stream etc. Hier meine kleine Anlage, die ich euch gerne mal zeigen kann. Also quasi, was heißt meine Anlage? Meine Boxen liegen da hinten, hinter links und rechts. Habe aber meine Bassbox hier angeschlossen, weil die da einfach für mich am besten anzuschließen ist. Ich kann euch mal kurz, ne? Ganz laut, also ist auch eigentlich fürs Geschäft gewesen. Das heißt, ich habe quasi eine Anlage aus dem Geschäft eingebaut, extra hierfür. Ich habe noch extra so eine Überzüge hier geholt, weil das vorher so eine Oma-Sofas waren und die mich gestört haben. Ist fucking hell, wa? Es ist echt motherfucking hell. So, kommen wir jetzt zum Badezimmer. Das ist nicht so spannend. Es hat ein Badezimmer mit Klo und so, ne? Dusche, also eine Dusche tue ich drüben bei Mutti, bevor ihr fragt. Bett, Lagerplatz, Schrank, Rippenheizung, die ich benutzen werde im Winter, was zu trinken, Gürtel und Handtücher und neues Bettzeug, weil ich das Bett überziehen möchte. So, bester Merch des Universums. Bester Merch des Universums. Gucken wir doch mal ganz kurz raus. Gehen wir doch mal, ich ziehe mir mal ganz kurz mal in die Schuhe an. So. Gucken wir noch mal hier ganz kurz raus aus dem Fensterchen oder aus dem Türchen. Es ist nämlich sogar noch hell heute. Das ist Muttis Wohnwagen. Und das ist unser Kreppwagen. Und da ist der große Wohnwagen, den wir gerade umbauen. Ich zeige euch jetzt natürlich auch noch mal ganz kurz, und zwar mit einem kurzen Schnitt. So sieht er quasi von außen aus. So und so, meine Damen und Herren, ich bin jetzt gerade in der Halle drin, also bitte nicht wundern, liegen auch noch ein paar
Bauteile und so. So, hier sind quasi zwei Internetleitungen. Von dieser einen Leitung geht mein Kabel quasi ab. Das Kabel wickelt sich da hoch, geht denn da oben lang. Das habe ich dann extra da oben überweggelegt, über den Balken. Und habe dann dahinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, da ein Loch in die Wand gebohrt. Und dieses Kabel geht dann quasi raus zum Wohnwagen. Also meine Lieben, ich denke mal, das hat alle Fragen beantwortet. Wasser, Strom, alles bekomme ich alle aus der Halle. Es ist unser Grundstück hier. Bekomme ich alles aus der Halle. Internet habe ich euch auch gerade gezeigt. Ein Kabel quasi von der Halle hier reingelegt, dass die Telefondose hier drinnen liegt. Habe auch ganz normales Klo. Wir machen eine Toilette. Wasser, Abflussschlauch und dann ab in den Abfluss. Wohin denn sonst? Mir geht's also hier drin ganz okay. Hier ist übrigens noch ein Kabel hier, das muss ich unbedingt wieder abmachen, weil ich wundert. Das ist eigentlich ein Kabel, das hatte ich mal für meine Mutter gezogen, nur dass sie drüben WLAN-Kabel hat. WLAN-Kabel, genau, LAN-Kabel. Aber da ich ja noch alles umgebaut habe, normalerweise hing der Router hier. Der hing hier, aber jetzt hängt da was hier von der Gamescom und so. So, ich denke mal, es war alles soweit, was man hätte zeigen können. Ich hoffe, damit sind ein paar Fragen geklärt. Ich hoffe, euch hat das interessiert, wie, was und wo ich wohne. Also wo natürlich nicht, aber wie, was und wie, ne? Wünsche euch noch einen traumhaften Abend. Schaut auf meinen Streams vorbei. Das streame ich oft und immer. Und die habe ich eigentlich nur noch angehangen für den Greenscreen, weil sonst ist der Greenscreen nicht genug beleuchtet. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst diesen Video von Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch. Wunderschönen guten Abend noch und haut rein und ciao.